Hallo zusammen, mein Name ist Liv und ich bin 16 Jahre alt. Jetzt mal ehrlich, mögt ihr Horrorfilme? Früher habe ich sie geliebt, aber eines Tages hat sich alles geändert, weil sie mein eigenes Leben in einen echten Albtraum verwandelt haben. Wollt ihr wissen, wie? Dann abonniert den Kanal und ich werde euch alles erzählen. Vor 6 Monaten bin ich auf eine neue Schule gewechselt. Natürlich hatte ich gehört, dass es schwer sein kann, das neue Mädchen zu sein. Aber ich hatte nicht erwartet, dass es so schwer sein würde. Die anderen Kinder haben vom ersten Tag an angefangen, mich zu mobben. Sie haben immer auf mir herumgehackt. Wegen meiner Haare, meiner unmodischen Jeans oder meinem alten Longboard. Das hat mich wütend gemacht. Aber wisst ihr was? Meine Mutter hatte mir schon als Kind gesagt, dass ich nicht zulassen soll, dass man gemein zu mir ist. Deshalb hatte ich keine Angst davor, mich zu wehren, wenn ich beleidigt wurde. Und meine Konter waren ziemlich geistreich. Denkt ihr, das hat sie dazu gebracht, mich in Ruhe zu lassen? Nö, es ist nur so, dass diese gemeinen Mädchen beschlossen haben, noch einen draufzusetzen. Sie haben angefangen, mich noch mehr zu ärgern. Klebten Kaugummi in meinen Spind, gaben Salz in meinen Kaffee und einmal stahlen sie sogar meine Klamotten aus der Umkleide während des Sportunterrichts. Ich musste für den Rest des Tages Shorts und einen Tanktop tragen. Aber das Schlimmste sollte noch kommen. Eines Tages kam ich nach dem Unterricht aus der Schule und sah die Anführerin dieser Truppe, Taylor, auf dem Parkplatz umgeben von den anderen Schlägerinnen. Sie schrien und lachten. Ich beschloss, dass ich über all dem stehe, also nahm ich ruhig mein Longboard und ging nach Hause. Wie auch immer, ganz plötzlich, bam, ich wachte im Krankenhaus auf. Diese Taylor hatte mir einen Stein direkt unter die Räder geworfen. Die Ärztin sagten mir, es sei ein Wunder, dass ich nicht gelähmt war. Ich verbrachte den ganzen Tag damit, im Bett zu liegen und mich zu fragen, was ich getan hatte, um so etwas zu verdienen. Meine Eltern, die beruflich immer auf Reisen waren, besuchten mich nur ein paar Mal in der Woche. Taylor und ihre Freunde schickten mir natürlich nicht einmal eine einzige Blume. Ich fühlte mich furchtbar einsam. Aber eines Tages kam Kira in mein Zimmer. Das einzige Mädchen in unserer Klasse, das mich gut behandelte. Sie erzählte mir, dass Taylor und ihre Freundinnen mit einer Lüge beim Rektor davongekommen waren. Sie hätten gesagt, ich wäre selbst über den Stein gefahren, weil ich nicht aufgepasst hätte. Ehrlich, ich war noch nie so wütend wie in diesem Moment. Nachdem ich endlich wieder in der Schule war, hörte Taylors Gruppe auf, mich zu belästigen. Offenbar hatte ihnen der ganze Vorfall ein wenig Angst gemacht. Und außerdem hatte ich jetzt meine Freundin Kira. Also fühlte ich mich ziemlich gut. Aber das war natürlich nur der Anfang meiner Probleme, sonst würde ich diese Geschichte nicht erzählen. Eines Tages erzählte mir Kira, dass ihr Freund Gerard einen beliebten YouTube-Kanal hatte, auf dem er gruselige Streiche veröffentlichte. Und wisst ihr was? Sie brauchten eine Schauspielerin mit langen Haaren für die Rolle der Samara aus dem The Ring-Film. Ich passte perfekt, zumal ich Horrorfilme und YouTube liebte. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie wählten mich aus und ich stimmte sofort zu, in dem Video mitzumachen. Schließlich kam der Tag des Drehs. Wir drehten das Video im Einkaufszentrum, um so viele Leute wie möglich zu erschrecken. Die Jungs vom Sender hatten sogar die Erlaubnis der örtlichen Verwaltung eingeholt. Sie sollten einen kleinen Prozentsatz der Einnahmen bekommen. Wir hatten einen Plan. Die Lichter des Aufzugs würden ausgehen. Die Leute würden reinkommen und die Lichter würden wieder angehen, während er sich bewegte. Ich würde in der Ecke stehen, in einem weißen Hemd und mit offenen, langen Haaren. Cool, oder? An diesem Tag lief alles super. Wir drehten eine coole Szene nach der anderen und Gerard war begeistert. Plötzlich kam eine weitere Gruppe von Fahrgästen in den Aufzug und ich erkannte, dass es Taylor mit ihren Freundinnen war. Ich nahm all meine Willenskraft zusammen, um mich nicht zu verraten. Das Ergebnis übertraf alle unsere Erwartungen. Die Mädchen rannten hysterisch aus dem Aufzug und schrien wie kleine Kinder. Das waren unsere bisher besten Aufnahmen. Gerard und sein Team bearbeiteten das Video in nur einem Tag und wir stellten es online. Natürlich ging es sofort viral. Die Anzahl der Aufrufe wuchs mit kosmischer Geschwindigkeit. Als wir nach dem Wochenende wieder in die Schule kamen, wurde Taylor und ihre Freundin bereits von der ganzen Klasse ausgelacht. Kein Wunder, es war einfach unmöglich, sie in diesem Video nicht zu erkennen. Ich beobachtete, wie aufgebracht sie auf die Witze der anderen reagierten und empfand große Freude. Geschieht ihnen recht, dachte ich. Gerard war unterdessen so zufrieden mit dem Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit, dass er mich dazu einlud, auch in anderen Videos mitzumachen.
Wir haben alles Mögliche gemacht. Ich fühlte mich wie ein echter Star. Auch wenn niemand auf dem Kanal jemals mein echtes Gesicht gesehen hatte. In der Schule lief es für eine Weile perfekt. Aber das hielt nicht lange an. Ein paar Monate nach dem Vorfall im Aufzug hatten meine Klassenkameraden das virale Video bereits vergessen und Taylor und die anderen Tyrannen waren wieder am Werk. Sie ließen sich immer mehr fiese Dinge einfallen, legten mir in der Cafeteria faule Socken auf mein Tablett, machten dumme Memes mit meinem Gesicht darin und legten dumme Zeitschriftenausschnitte in meine Hefte. Zum Beispiel Artikel darüber, wie man eine Glatze ein für alle Mal heilen kann. Zu sagen, dass ich wütend war, wäre eine Untertreibung. Aber irgendwann wurde mir klar, dass ich die perfekte Art der Rache bereits in der Hand hatte. Viele Kostüme und Requisiten für den Dreh der Streichvideos lagerten in meinem Haus, was bedeutete, dass ich sie mir für eine kurze Zeit ausleihen konnte, um diesen Mädchen einen Streich zu spielen. Ich machte mich an die Planung. Ich hatte ein Ork-Kostüm aus der Herr der Ringe im Haus, das wir noch in keinem Video verwendet hatten. Perfekt! Ich folgte Taylor und ihren Freunden und fand heraus, dass sie donnerstags ins Kino ging und normalerweise alle zu einer Bushaltestelle in einer engen Straße ging. Das hätte nicht besser passen können. Ihr hättet ihre Gesichter sehen sollen, als ich in meinem perfekten Kostüm aus der Dunkelheit hervorgesprungen bin. Leute im nächsten Staat müssen ihre Schreie noch gehört haben. Ich war überglücklich und beschloss, diesen Streich noch einmal zu spielen, nur für den Fall. Und dann tat ich noch etwas. Im Internet fand ich einen Weg, meine Telefonnummer zu verstecken und rief Taylor an. Sie nahm den Hörer ab und sagte, "Hallo?" mit erschrockener Stimme. Ich atmete heiser ins Telefon und versuchte nicht vor Lachen zusammenzubrechen. Es fühlte sich so gut an, ihr verängstigtes Gesicht in den Schulfluren zu sehen. Ich sah Taylor sogar einmal aus dem Büro des Schulberaters kommen. Mein Plan funktionierte. Das Einzige, was noch zu tun war, war, ein paar weitere Streiche zu spielen, um den Erfolg zu festigen. Meine Freundin Kira gefiel die Idee jedoch nicht wirklich. Eines Tages nahm sie mich vor dem Unterricht beiseite und sagte mir, ich müsse damit aufhören. Aber warum in aller Welt sollte ich das tun? Liv, die sind doch jetzt schon eindeutig zu Tode erschrocken, beharrte Kira und versuchte zu flüstern. Aber ich wich nicht zurück. Erinnerte sie sich nicht daran, was nach dem Aufzugstreich passiert war? Diese Tyrannen haben ein oder zwei Wochen lang geschwiegen und dann haben sie mich wieder gemobbt. Nein, sie mussten auf Zack gehalten werden. Hör zu, wenn du nicht aufhörst, werde ich es Gerard erzählen. Er wird bestimmt nicht glücklich darüber sein, wie du die Requisiten für seinen Kanal benutzt hast, drohte Kira. Ich wurde richtig wütend auf meine Freundin und hörte sogar auf, mit ihr zu reden. Aber nachdem ich darüber nachgedacht hatte, beschloss ich, ihren Rat zu folgen. Mit einer Bedingung. Zuerst würde ich den coolsten Streich spielen, den ich seit ein paar Wochen geplant hatte. Danach würde ich meine Mission zu Ende bringen, ohne etwas zu bereuen. Hört euch einfach an, was ich mir ausgedacht hatte. Mein Opfer würde natürlich Taylor sein. Ich würde mich wieder als Samara verkleiden, die mir meinen ersten Erfolg beschert hatte. Als erstes würde ich, sie wird bald zu dir kommen, mit einem roten Marker auf ein altes Stück Papier schreiben und es in eines von Taylors Notizbüchern stecken. Ein paar Tage danach würde ich direkt zu ihrem Haus kommen. Danach würde sie mich definitiv nie wieder belästigen. Endlich kam die Zeit für meinen Streich. Spät in der Nacht schlich ich mich zu Taylors Haus und versteckte mich in den Büschen. Dort habe ich mich als Samara verkleidet, als mich niemand sehen konnte. Danach gab es nicht mehr viel zu tun. Ich fand einen kleinen Stein in der Nähe und warf ihn an Taylors Fenster. Ein rosafarbener Schimmer eines Nachtlichts ging an. Bam! Ein Fehlschuss. Macht nichts, ich würde es noch einmal versuchen. Beim dritten Versuch traf der Stein endlich das Ziel. Und ich wartete. Endlich erschien Taylors verschlafenes Gesicht am Fenster. Wow, sie öffnete es. Es war sogar besser, als ich es je geplant hatte. Hey, wer ist da? Fragte meine Klassenkameradin mit einer besorgten Stimme, die nicht wie ihre eigene klang. Vielleicht dachte sie, ein Typ wäre gekommen, um sie zu sehen. Taylor lehnte sich gegen den Fensterrahmen, um einen besseren Blick auf die Blumenbeete darunter zu werfen. Und ich beschloss, dass es Zeit war, zu handeln. Bam! Da war ich und kletterte mit erhobenen Händen aus dem Busch in der Kleidung des Mädchens aus The Ring. Taylor schrie laut auf und ich lachte innerlich. Aber wartet, was war das für ein seltsames Geräusch? Ich konnte es nicht sehen, weil mir mein schwarzer Haarschopf vor dem Gesicht hing und die Sicht versperrte.
Aber als ich genau hinsah, wurde es mir klar. Taylor hatte sich zu weit aus dem Fenster gelehnt und war vor Schreck herausgefallen. Im Raum rechts von mir ging ein Licht an und ich rannte in Panik davon. Was hatte ich nur getan? Was, wenn Taylor sich den Kopf schwer verletzt hatte? Ich rannte so schnell ich konnte und glaubte auf dem ganzen Weg nach Hause eine Polizeisirene zu hören. Am nächsten Tag ging ich zur Schule und erwartete das Schlimmste. Natürlich war Taylor nicht an ihrem üblichen Platz. Aus den Gesprächen ihrer Freunde erfuhr ich, dass sie mit einer schweren Gehirnerschütterung im Krankenhaus lag. In diesem Moment war ich entschlossen, meinen Streichen ein Ende zu setzen. Aber ich kam damit nicht durch, im Gegensatz zu den Mädchen, die mich gemobbt hatten. Und ihr werdet nicht glauben, wer daran schuld war. Es war Kira. Es stellte sich heraus, dass sie noch am selben Tag zum Rektor gegangen war und ihm alles erzählt hatte. Und Gerard natürlich auch. An einem einzigen Tag wurde ich sowohl aus der Channel Crew als auch aus der Schule geworfen und verlor auch noch meine Freundin Kira. Ich bin jetzt völlig allein und weiß nicht, was ich als nächstes tun soll. Glaubt ihr, ich bin mit meiner Rache wirklich zu weit gegangen? Wie bringe ich das jetzt alles wieder in Ordnung? Bitte schreibt eure Ideen unten in die Kommentare. Ich habe einfach niemanden, an den ich mich sonst wenden kann.